Moin moin Leute, hier ist Krummer, ich zocke bis ins Kummer und wir spielen weiter. Es Vetor. Ach, guck mal da, der Krobildeste nimmt auch gerade auf. Also in dem Sinne, der Hurricane LP, gleich mal hier einen Gruß an dich, weil du auch am Aufnehmen bist. Yay. Aufnehmen macht immer Spaß, gerade dann, wenn alles so funktioniert, wie man möchte und irgendwas ist hier gerade passiert. Ich habe keine Ahnung, ich fahre einfach mit meinem Froschauto mein Froschauto, meinem Froschgleiter. Fliege ich ein bisschen weiter und habe meinen Spaß dabei, hier so ein bisschen Mist zu bauen. Was haben wir denn hier? Hier ist noch ein unentdeckter Außenposten. Okay, da werden wir doch dann nochmal hingehen müssen. Wäre jedenfalls nicht schlecht, wenn wir da hinkommen. Weil das ist ja am Flugpunkt, wenn ich mich nicht täusche. Um so einen Flugpunkt, den könnte man eigentlich hier ganz gut gebrauchen. Jetzt müssen wir uns hier erstmal wieder durch diese ganzen Wellen durchkämpfen, oder? Ah nee, das sind Freunde. Ist ja nur schöner. Hallo Freund. Hallo Freund. Und hier ist noch eine Quest. Leitender Forschungsoffizier Sakaol, Sakrate oder wie auch immer. Wir werden mal schnell bei ihm vorbeischauen, was er uns hier so anzubieten hat. Hast du eine schöne Quest für mich? Preist den Imperator! Ihr wisst ja nicht, was es für eine Erleichterung ist, euch zu sehen. Ihr seid die Antwort auf ein Problem, das nicht mehr nur eine Beleidigung meiner Person, sondern eine Bedrohung für das gesamte Imperium darstellt. Ich höre. Ich höre aufmerksam zu. Mein Name ist Gansa Kohal. Ich bin ein Senior-Forschungsoffizier hier in Troida. Vielleicht habt ihr von meiner Beteiligung an den Plänen des protaktinianischen Bombers gehört? Egal. Es hätte euch lediglich geholfen, die heikle Natur meiner Arbeit zu verstehen. Die Geheimnisse, in welche ich Einsicht habe. Ich hoffe doch schwer, das ergibt noch einen Sinn. Meine Dummheit mag dazu geführt haben, dass ein streng geheimer Plan für unser Blastersystem in die Hände der Republik gefallen ist. Wenn ihr eure Befugnisse missbraucht habt, seid ihr ein Verräter des Imperiums. Ich habe nichts getan, außer Leidenschaften nachgegeben zu haben, die besser jüngeren Männern überlassen werden. Mein Vater warnte mich. Er sagte, ein hübsches Mädchen kann mit einem Lächeln mehr Schaden anrichten als ein Sith. Mit einem Lichtschwert. Aber lasst mich deutlich werden. Ich bin nicht der Verräter. Meine Frau hat erst mich und dann unser Imperium verraten. Erzählt mir von ihrem Verbrechen, damit ich die passende Bestrafung finde. Ich hätte Kelara niemals an diesen gottverlassenen Platz bringen dürfen. Ich war voller Hoffnung, als sie endlich aufhörte, sich zu beschweren. Aber nein, sie hat ihre eigene Unterhaltung gefunden. Sein Name ist Harris Bund. Er ist ein Schläger. Er räumt den Müll in der Kantina von Sobrik weg. Der imperiale Geheimdienst glaubt, dass er ein Spion ist. Und ich zweifle nicht daran, dass er derjenige ist, der die Konstruktionspläne hat, die aus meinem Schlafzimmerschrank verschwunden sind. Wenn er diese Pläne hat, wird er den nächsten Tag nicht mehr erleben. Hab Dank. Worte können nicht ausdrücken, was es für mich bedeutet, ein Mitglied des Rats der Sith an meiner Seite zu wissen. Die Pläne müssen wieder beschafft werden, bevor Harris sie an die Republik verkauft. Er sollte momentan an der Kantina sein. Ich werde euch mit Freuden eine so große Belohnung geben, wie ich nur aufbringen kann, wenn ihr mir diesen Abschaum vom Hals schafft. Dann werde ich mich um meine Frau kümmern. Super! Alles klar! Der hat eine verräterische Frau. Was ein Idiot. Nee. Gut, okay. Wir müssen weitermachen. Diese Aufgabe ist sehr wichtig und wir müssen uns darum kümmern. Aber vorher werden wir uns erstmal hier diese Spawnpunkte und natürlich auch Flugpunkte holen. Damit wir hier auch immer in der Nähe spawnen können, falls mal was passiert. Klick hier und klick da. Super, jetzt kommen wir auch schon mal bis darüber. Finde ich doch toll. Da haben wir noch eine Aufgabe, die auf uns wartet und hier können wir auch noch eine Aufgabe abgeben. Da werden wir doch gleich mal anfangen. Ab auf unser Fröschchen und los geht's. Los geht's. Los. Hier haben wir noch eine Quest, aber ich will erstmal meine alte Quest abgeben. Hey. Und da bekommen wir jetzt erstmal eine Planetenauszeichnung, sowieso ziemlich wichtig, haben wir gerade mal noch eine. Und ein schlichtes Premium-Lagerkästchen, dann nehmen wir uns da wahrscheinlich eher die Auszeichnung, damit können wir uns dann nämlich unsere Rüstung wieder auffrischen, falls wir mal weiterkommen. Und ja, mal wie gesagt, dass ich bei euch bin. Hier würde ich im Leben nicht arbeiten wollen. Ja, dann halt auch die Fresse. So, wir quatschen mal unseren nächsten Auftrags-Fuzzi an und mal gucken, was der so zu melden hat.
Diese verdammten Balmoraner haben keine Ahnung, was gut für sie ist. Ja, da haben sie auch recht, ja. Vor Dankbarkeit auf die Knie gehen sollen, als wir ihnen am Anfang anboten, ihnen den Ruhm des Imperiums zuteilwerden zu lassen. Was geht hier vor? Letzte Woche haben diese erbärmlichen Rebellen es geschafft, die Verteidigungsgeschütze rund um Sobrik umzuprogrammieren und auf imperiale Truppen zu richten. Die Ingenieure, die ich geschickt habe, um sie zu reparieren, wurden abgeschlachtet. Meine letzte Hoffnung ist es, jemanden zu finden, der sich den Rebellen und den Geschützen selbst entgegenstellt, um sie zu reparieren. Und was habe ich davon? Ich habe meine besten Ingenieure an diese Bedrohung verloren. Wenn ihr sie abwendet, bekommt ihr alles, was ich ihnen bezahlt hätte. Die Geschütze sind in der Umgebung der Stadt verteilt und werden streng von Rebellenspionen bewacht. Ihr werdet das brauchen, um ihre Verteidigung zu deaktivieren. Und dann müsst ihr diesen Code hochladen, damit wir wieder die richtigen Ziele programmieren können. Diese Rebellen werden für ihre Unverschämtheit mit dem Leben bezahlen. Na dann, werden wir uns drum kümmern. Wo haben wir denn jetzt hier welche Aufgabe? Da haben wir beispielsweise Neutralisierung, Programmierer, die abgeschirmten Geschütze neu. Das ist genau das Gleiche. Und dann geht's da weiter. Das Leck und Helden 4, Zahltag. Okay, dann machen wir das doch alles mal schnell auf dem Heimweg hier in die Hauptstadt Sobrik oder wie das hieß. Hieß das nicht Sobrik? Na, Sobrik, genau. Also wenn wir uns auf dem Weg nach Sobrik machen, dann werden wir uns gleich nochmal um diese kleine Aufgabe zwischendrin kümmern. Um die neuen Codes hochzuladen, wie auch immer. Und dann gehen wir erstmal diesen einen Typen, die Quest, das Leck, diesen Barkeeper anquatschen, etc. Und dann werden wir mal die Aufgabe weiterverfolgen, damit wir da auch mal langsam weiterkommen. So, steht da sonst noch was an? Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich jetzt schon wieder aufnehme. Ich hoffe doch, dass es jetzt noch passt. So, da haben wir jetzt hier diese Kanonen. Die abgeschirmten Kanonen. Also denke ich mir mal, ich muss auf die Jungs hier drauf. So, dann machen wir das dann mal schnell hier. Du musst den Schild des Geschützes ausschalten. Ja, toll. Wie geht das? Habe ich Missionsgegenstand dafür? Wie geht das? Ah ja, einen tragbaren EMP benutzen und schon ist das Schild aus. Warum wird er mir denn ja eigentlich nirgendwo angezeigt, dieses hässliche Mistding? Dann schiebe ich mir den mal schnell hier rein. Ah, ja, stimmt ja, da habe ich ja dieses Schloss drin. Ist das nicht toll? Ich hasse es, ich hasse es. So, einmal haben wir es gemacht. Viermal müssen wir es machen. Also weiter geht's. Springen wir gleich mal da hoch. Komm, geh mir aus dem Weg, Kumpel. Geht doch. Eieieiei. Mädel, da hatte ich nicht einmal angegriffen und du regst dich auf. So, da haben wir auch gleich wieder den nächsten Turm vor uns. Können wir jetzt eigentlich gleich mal den EMP einsetzen. Und rauf da aufs Geschütz. Klick, weiter geht's. So, dann springen wir mal dahinter. Den Jungs wollten wir auch noch einen Besuch abstatten. EMP einsetzen. Umprogrammieren. Hallo, willst du dich auch noch umprogrammieren? Geht doch. Was? 1 von 4? Geschütze neu? Hä? 1 von 4? Ich hab doch gerade... Also noch einmal. Und zum Glück habe ich die jetzt schon mal soweit alle freigelegt. Hauptsache, da geht jetzt hier nicht noch einer ran, ansonsten muss ich das doppelt machen. Hab ich gar nicht mitgekriegt, Mensch. Meine Fresse. Was eine Stresserei. Ach guck mal, da steht sogar noch ein Geschütz frei. Ach nee, doch nicht. Ach, was soll's. Machen wir kurz frei. Danke, Wette. Hast du dich gleich wieder rendiert? Die fette alle Sklaven. So, jetzt hier einmal Klick. Warten, bis der Schild weg ist. Und los geht's. Zack, und damit haben wir es geschafft. Dann gehen wir zum Ingenieur zurück und fliegen dann vom Flugpunkt aus nach Sobrik. Na dann. Ging ja doch recht flott. Ziemlich einfache Aufgabe. Kann aber auch sein, dass wir jetzt gleich nochmal eine Aufgabe hinterher kriegen. Dass die Aufgabe damit noch nicht beendet ist. Die kleine Quest. Aber das macht ja nichts. Je mehr EP, desto besser. Stufe 20 erreichen ist jetzt noch mein Ziel.
bevor ich diese Aufnahmesession beende. So. Quest abgeben, ab nach Sobrik, Quest abgeben und Quest beenden, wie auch immer. Ja, ich glaube, das war hier hinten, oder? Ja, da hinten war es. Da gehen wir auch gleich hin. So, Kollege, ich bin hier. Die Geschütze sind bereit für die Umprogrammierung. Ein Hoch auf den Imperator! Ich schulde euch noch weit mehr als meinen Dank. Das Ingenieurkorps wird euch für eure Dienste reichlich entschädigen. Jetzt werden diese Rebellen sich wünschen, Teil des glorreichen Imperiums zu sein. Na dann. Immerhin haben wir es geschafft. Wir nehmen uns gleich mal das hier mit. Hier noch schöne, so eine hübsche Planetenauszeichnung. Kann man, wie gesagt, immer gebrauchen. Sollte man mitnehmen, solange man echt noch kein High-End-Gear hat, wo alles dran ist, was man braucht. Ansonsten lohnt es sich eigentlich auch, die Planetenauszeichnung zu farmen, weil eben gerade im Endlevel, da kann man viele Sachen kaufen und die kann man dann entweder weiterverkaufen oder auseinandernehmen und dabei hoffen, dass man seltene Handwerksmaterialien bekommt. So, da ist aber auch noch ein Fluchtpunkt, sagt er mir. Das ist wahrscheinlich da oben drauf. Ach stimmt, da oben gab es ja auch nochmal einen Punkt, wo man hingehen konnte. Ja, jetzt mache ich aber eigentlich das, was ich nicht machen wollte. Ich wollte eigentlich mit dem Flugteil fahren. Ach mein Gott, ich bin eh schon fast da. Dann fahren wir hier mal schnell durch. Hallo! Und ja, wie gesagt, ab nach Sobrik. Quests abgeben. Ich glaube jetzt hier bei unserer einen Quest. Also bei der Helden 4 werden wir jetzt wahrscheinlich was Hübsches bekommen. Weil das war ja eine dementsprechende Gruppenaufgabe. Da kriegt man immer irgendwas geschenkt. Ja, würde ich mal sagen, ich mache jetzt hier einfach nochmal schnell die Questabgabe. Dann mache ich das Leck als Aufgabe. Und dann beende ich diese Aufnahme einfach mal, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie lange ich schon aufnehme. Ich werde es einfach mal so durchziehen. Jetzt weiß ich zwar nicht, wie groß die Folge wird, also wundert euch nicht, wenn sie mal kürzer als knapp 20 Minuten wird, dann tut es mir echt leid. Dann habe ich da nicht so drauf aufgepasst. Und werde ich demnächst mal ein bisschen drauf achten, damit das wieder ordentliche Folgen werden. So. Ihr seid von eurer Mission gegen die Widerstandsräuber zurückgekehrt. Ach nee. Hervorragend. Wart ihr erfolgreich? Nee. Habt ihr den räuberischen Abschaum für alle Zeit verjagt? Werden Troidas Konvois ab jetzt sicher sein? Ich wäre nicht hier, hätte ich keinen Erfolg gehabt. Was für eine Erleichterung. Danke. Ich sehe, ihr konntet auch die gestohlenen Energieregulatoren wieder erlangen. Bitte, darf ich? Was ist mit dem feindlichen Generator? Konntet ihr ihn wie geplant zerstören? Auch ein paar Flüchtlinge nutzten den Generator, aber ich habe ihn zerstört. Interessant. Ich werde diese Gruppe auf jeden Fall überprüfen lassen. Das war alles. Die Interessen des Imperiums machen dank eurer Hilfe deutliche Fortschritte. Guten Tag. Guten Tag. Damit hat sich's. So, wir nehmen uns hier wieder die Auszeichnung und weiter geht's. So, 10.000 EP gekriegt. Ist auch nicht gerade wenig. Also, 9.200 EP, um genau zu sein. So, wir haben zwischendrin nochmal Post gekriegt, da werden wir uns auch nochmal schnell informieren, was wir da bekommen haben. Vielleicht ist das ja schon wieder hier irgendwie ein Witz oder so, weil ich gerade online bin. Mal schauen. Ach, guck mal da. Bitte, ich hoffe, dass du mit dem Gleiter und dem hier was anfängst, wie auch immer. Und nochmal 30.000 Credits. Ja, danke. Auf jeden Fall. Macht das Teil Spaß. Map. Map. So. So. Wo ist unsere Aufgabe? Die ist da drüben. Dann gehen wir nochmal schnell darüber. Machen weiter. Ja, ich weiß, hier drin ist nichts mit sowas hier mit Fahren und so erlaubt, aber das interessiert mich gerade gar nicht. Endlich können wir uns mal entspannen und die Füße hochlegen. Was? Macht hier keiner. Ja, ich drücke immer M und N zusammen. Na, oh, das gibt's doch nicht. Der Barkeeper. Guten Abend, Sir. Was kann ich euch anbieten, um eure Kehle zu befeuchten und ein Lächeln auf eure Lippen zu zaubern? Was soll? Weist mir den Weg zu Harris Band, dann wird niemand verletzt. Gestern haben auch schon ein paar Männer nach ihm gesucht. Imperialer Geheimdienst. Ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Harris! Lasst die Mädchen in Frieden und kommt herüber! Hier will jemand was von euch. Ah ja. Und was will ein respektabler Sith von Harris Band? Sagt mir, was ihr über Kelara Sakoal wisst.
Kelara. Ich kann mich nicht an sie erinnern. Aber Harris Bund kennt viele Frauen. Da war dieses Mädchen letzte Nacht. Diese Stacheln, die sich wie kleine Dornen an ihrem Nacken entlang zogen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Aber ich schätze, ihr seid nicht wegen ihr hier. Jemand hier muss sterben. Na, na, wir sind hier alle Freunde. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Ich bin hier, um wiederzubeschaffen, was ihr von Offizier Sakoal gestohlen habt. In Ordnung. Ich kenne das Sakoal-Mädchen. Ist den ganzen Zirkus kaum wert. Die Kleine wusste ja kaum, wie man richtig küsst. Aber ja, ich war da. Sie hat mir ein paar Sachen gegeben, zur Verwahrung. Hier sind sie. Es sind nur ein paar Datendisks. Ich weiß nicht einmal, was drauf ist. Also hört auf, hier mit den Waffen rumzuwedeln, ja? Jeder Gedanke an Flucht ist sinnlos. Hey, ihr habt den Kram. Wir sind hier fertig. Versucht, keine Blutflecken auf den Datendisks zu hinterlassen. Nicht in meiner Kantina! Nein! Das hat sich ja gelohnt. Erstmal mit Machtgriff. Nicht in meiner Kantina, keine Blutflecken, bla bla bla. Ja, er wird gewürgt. Ein bisschen Sapp auf dem Boden, das war's dann schon. Fertig. Gut, die Quest ist dann auch erledigt. Damit haben wir es ja dann soweit geschafft. Und ich habe schon wieder Post. Ich denke mal, das ist jetzt wieder Danariel? Ach, keine Ahnung. Werde es gleich lesen. So, raus aus der Kantina, rauf auf den Frosch. Map, map. So. Und ab zum Briefkasten mal schnell schauen. Den Briefverkehr dürft ihr natürlich mitkriegen. Freut mich. Super. Klasse. Klasse Ding. Klasse Ding. So, was haben wir jetzt hier noch? Ach ja, schwere Geschütze gab es ja auch noch. Da werden wir doch mal schnell zu den schweren Geschützen gehen. Denn die Quest können wir, glaube ich, auch beenden. Haben wir ja schon wieder einiges geschafft auf Balmora. Finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich klasse. Eventuell kriegen wir jetzt auch noch ein Level. Bevor die Folge zu Ende ist. Das wäre so wunderschön. Dann sind wir nämlich glatt die Stufe 20. Absteigen. Und quatschen. Es muss Einbildung sein, aber ich könnte schwören, dass ich den Knall noch von hier aus gehört habe. Ui. Danke, mein Sith Lord. Aber es sieht so aus, als wäre der Widerstand noch nicht am Ende. Haben Sie es immer noch nicht gelernt? Ich hatte angenommen, dass die Zerstörung Ihrer Kanonen wenig Raum für Missverständnisse lässt. Sie sind ein sturer Haufen. Früher hatten wir den Widerstand in der Wildnis unter Kontrolle, aber Sie werden frecher. Sie greifen imperiale Stellungen im alten Industriesektor von Balmora an. Wir müssen Ihre Frechheit bestrafen. Lieutenant Thorpe am markaranischen Außenposten hat ein paar Ideen, wie man den Widerstand wieder auf seinen Platz verweisen kann. Yay! Und damit haben wir es auch wieder geschafft hier. Haben keine EPs gekriegt, wie sehr. Ich bin etwas enttäuscht. Schwere Geschütze. Müssen wir also weitermachen. Schwere Geschütze geht aber jetzt in die Richtung. Schwere Geschütze geht dann hier mit dem Lieutenant Thorpe. Und hier Auslöschung der Vergangenheit. Das heißt, wir müssen jetzt hierher zurück. Da nehmen wir jetzt aber wirklich den Fluggleiter, weil es mir sonst echt zu lange dauert. Ansonsten könnten wir uns auch mal schnell hin teleportieren. Geht ein bisschen schneller. So. Denn die Folge ist jetzt meiner Ansicht nach wirklich gleich zu Ende. Ich denke mal, wenn ich 20 angefangen haben sollte, sind wir jetzt schon wieder knapp bei den 20 Minuten angekommen. Das ist ja dann wenigstens super. Ich hoffe jedenfalls, dass ich es wirklich so gemacht habe. Ansonsten, wenn es wieder zu lang oder zu kurz wird, tut mir leid. Ja gut, okay, wegen des zu langen Werdens, ich denke mal, da brauche ich mich nicht entschuldigen. Das wird euch eher gefallen. Aber wenn es zu kurz kommt mit der Folge, dann sorry. Und hier schnell die Quest abgeben und Level verdienen, dann ist Ritze. Ihr seht zufrieden aus. Ich hoffe, der Grund ist, dass dieser elende Spion, der meine Blasterpläne gestohlen hat, tot in seinem Quartier liegt. Dann bleibt nur noch meine Bezahlung. Ich danke euch für eure Dienste. Aber was ist mit Kelara? Habt ihr ihn nach ihrer Rolle in dieser Angelegenheit gefragt? Ohne ihre Hilfe hätte er nicht einmal gewusst, was er stehlen soll, oder? Stimmt. Ich kann Kelaras Rolle in der Sache nicht länger ignorieren. Wenn euch meine schäbige Geschichte noch nicht langweilt, könntet ihr für mich noch eine weitere Aufgabe erfüllen? Wenn ich ausreichend entlohnt werde, könnte ich meine Meinung ändern. Diese Sache ist etwas heikler als die Geschichte mit Harris Bund. Ich halte es für angebracht, euch das Dreifache des üblichen Betrages zu zahlen. Denkt darüber nach.
Wenn die Behörden von Kelaras Torheit erfahren würden, würde es den guten Ruf dieses Büros ruinieren und wir müssten wegen der Untersuchungen monatelang schließen. In der Zwischenzeit würde der Widerstand immer stärker werden. Die Strafe für Beihilfe zur Spionage ist der Tod. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind. Ich habe darüber nachgedacht, wie man dieses Desaster am besten beendet. Es sollte still und rasch geschehen. Irgendetwas, das man den Rebellen in die Schuhe schieben kann. Ich habe verstanden. Ich werde Kelara kontaktieren. Ich werde ihr sagen, dass ihr sie zu meinem Kollegen Garbosa beim imperialen Außenposten eskortiert. Die Route ist sehr einsam. Optimal für einen Hinterhalt der Rebellen. Oh, ist es soweit? Meine Liebe, dies ist die Leibwache, welche dich zum Außenposten bringen wird. Garbosa bat mich, euch für eure spontane Hilfe zu danken. Welche erfreuliche Begegnung. Ebenfalls. Er trifft sich mit dir beim Transitpunkt. Warte dort auf ihn. Ich liebe dich auch. Dann geht. Wenn ihr allein seid, könnt ihr ihrem Verrat und meiner Ehe ein Ende setzen. Ihr könnt euch auf meine Diskretion verlassen. Macht es nur schmerzlos. Ich habe sie einst geliebt. Es wird das Beste sein, wenn unsere Namen nicht mit dieser Sache in Verbindung gebracht werden. Wenn es getan ist, begebt euch zu Offizier Garbosa beim Außenposten. Er wird euch entlohnen. Er muss nicht erfahren, wofür. Alles klar. Soweit, so gut. Ich würde mal sagen, hier machen wir erstmal einen Cut, um die Frau des... Wie hieß denn der? Was war denn das jetzt überhaupt? Über die Frau des leitenden Forschungsoffiziers werden wir dann in der nächsten Folge entscheiden, beziehungsweise ihr stilles Ableben werden wir dann vonstatten gehen lassen. Die schweren Geschütze und die Auslöschungen der Vergangenheit gehören dann mit dazu und wir sehen uns dann, wie gesagt, in der nächsten Folge von SWTOR mit Chroma, dem Juggernaut, wieder. Bis dann!